Deine Zeit ist abgelaufen, du Wichser. Der unkonventionellste Superheld ist wieder da. Deadpool mit seinem zweiten großen Abenteuer, was er selber Familienfilm nennt. Wie familientauglich Deadpool 2 geworden ist, das erfahrt ihr jetzt hier in dieser Review. Was Besseres fällt dir nicht ein? Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my fears. Put suckers in fear. Making the tears rain down like a monsoon. Listen to the bass go. Ich erinnere mich noch gut an den Februar 2016, denn Deadpool kam in die Kinos und überall gab es so Begeisterungswellen von wegen der beste Comicfilm ever. So ist es. Der ist ja so genial und ich fand ihn eben okay. Musste mir da aber natürlich mal wieder anhören lassen, dass ich ja die Meckerziege vor dem Herrn bin. Verrückterweise zwei Jahre danach höre ich immer wieder öfters, dass er vielleicht ein bisschen überschätzt war. Und er hatte eben durchaus auch ein paar Schwächen. Warum sage ich euch das jetzt nicht, um irgendwie wieder abzuschwächen oder mich rechtfertigen zu wollen, warum ich den zweiten nicht gut fand, sondern um zu erläutern, warum ich Deadpool 2, und so viel kann ich schon mal vorab sagen, deutlich besser fand als den ersten Teil, was nämlich einfach schon mal daran liegt, dass er diesen klassischen Superhelden-Plot nicht hat. Das war für mich zum Beispiel eine der großen Schwächen von Teil 1, dass zwar die ganze Zeit gesagt worden ist, so, wir sind so anders, aber irgendwie war es am Ende, gerade hinten raus, dann doch irgendwie ein klassischer Superheldenfilm. Daraus hat man gelernt, man hat nämlich eine deutlich kleinere Geschichte genommen. Dementsprechend wird man auch, ohne jetzt etwas zu spoilern, keine Sorge, das werde ich in Reviews niemals tun, wird man überrascht sein, in welchem Zusammenhang letztlich aber Cable eingesetzt wird, der ja hier auf jeden Fall der Bösewicht dieses Films ist. Und die komplette Geschichte als solche bleibt eben sehr schön klein. Also ne, es geht jetzt hier eben nicht darum, dass die Welt zerstört werden soll und irgendeiner muss das irgendwie retten oder um irgendwie was anderes Großes, sondern der Konflikt als solcher ist eigentlich ein sehr, sehr kleiner und dementsprechend hat man sehr viel Platz, um darum eben wirklich eine richtige Geschichte zu bauen. Das ist das Absurde. Mir hat hier die Geschichte in dem ganzen Rahmen besser gefallen als in vielen anderen großen Comic-Verfilmungen, die sich aber in sich ernst nehmen. Und das ist eben das Absurde, dass das hier wirklich funktioniert. Du bist tausendmal klüger, als ich aussehe. Und auf der einen Seite ist es hier noch selbstironischer geworden, noch mehr Querverweise Richtung Popkultur. Scheiß drauf, Showtime. Don't call it a comeback. Richtung Ryan Reynolds als Realperson, auch in andere Comic- X-Force. Gefilde, also da passiert extrem viel, das ist wirklich extrem lustig. Latsch auf die Hassbremse, Thanos. Und gleichzeitig funktioniert er aber als solches in der Geschichte auch trotzdem gut. Und das ist für mich ein klitzekleines Kunstwerk geworden, dass das, oder ein Kunststück geworden, nicht Kunstwerk, wir wollen es nicht übertreiben, aber ein Kunststück geworden. Zeig's mir, einäugiger Willy. Dass man es wirklich schafft, eine glaubwürdige Geschichte in diesem Kosmos zu platzieren, obwohl ich alle drei Sekunden über Absurditäten links und rechts lachen muss. Du bist so düster. Sicher, dass du nicht aus dem DC-Universum kommst? Der Humor ist natürlich auch wieder extrem derb geworden, also hier würde mich alles unter einer FSK 16 wundern. FSK 18 glaube ich wiederum dann aber auch nicht, weil es eben alles so überspitzt ist, aber so hundertprozentig hart beschweren dürfte man sich nicht, denn der Film greift wirklich wieder tief in die Schimpfwortkiste und auch was die Gewaltdarstellung betrifft, ist das hier natürlich schon an einigen Stellen echt hart. Natürlich immer wieder comicartig übertrieben dargestellt, aber es gibt auch ein paar Szenen, die sind wirklich einfach wieder extrem heftig. Und das ist dann wieder eine Sache, bei der ich durchaus Kritik nachvollziehen kann, wenn man sagt, so, naja, es ist jetzt nicht so meins, dass der Humor auch deswegen funktioniert, weil übertriebene Gewaltdarstellung gezeigt wird. Also so viel vorab, diesen Punkt kann ich verstehen. Mir ging es jetzt irgendwie überhaupt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, das darf man nicht, ne? Ist irgendwie so ein bisschen heftig, hihi, wir bringen ganz viele Leute um, da darf man nicht drüber lachen. Eben weil es in einem anderen Kontext steht, kann ich darüber lachen. Es wird sich eben jetzt nicht einfach nur darüber lustig gemacht, guck mal, wie lustig das aussieht, wenn wir hier 12 Köpfe irgendwie rollen lassen. Also da ist für mich auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Fallhöhe in den Gags auch drin und spielt eben auch komplett damit. Dementsprechend ist es für mich auf jeden Fall fein, aber noch einmal vorab gesagt, wer sich noch nicht ganz sicher ist oder dem das beim ersten Teil auch schon nicht gefallen hat, wird sich hier natürlich auch ein wenig den Kopf stoßen müssen. Wo man sich tatsächlich aber auch, ob man jetzt Gewalt oder nicht oder Humor oder nicht, sich
mit irgendwie auseinandersetzen muss. Woran ich mich wirklich wieder stoße, sind die CGI-Effekte. Obwohl man hier das Budget vervielfacht hat, sehen die an einigen Stellen auch wirklich einfach wieder schwach aus. Da muss ich sagen, das ist jetzt irgendwie durch die Bank bei den großen Blockbustern. Wer auch neulich mal einen Artikel gelesen hat, ging auf jeden Fall bei Twitter rum, hier bin ich auch geteilt, dass das oft daran liegt, dass über 100 VFX-Shots nicht fertig in einen Film landen, weil der Zeitdruck zu groß ist oder weil auch die Leute gar nicht mehr so richtig so bezahlt werden, wie sie bezahlt werden sollten, um einen richtig guten Job zu machen. Ne? Preiskampf hier oder da, hier und da. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, aber man merkt einfach, dass gerade bei diesen größeren Szenen jetzt da nicht so der Fokus drauf lag. Und was aber auch faszinierend ist, dass es wiederum bei diesem Film mich persönlich nicht so gestört hat, wie zum Beispiel bei Avengers Infinity War oder jetzt auch Rampage oder bei anderen Filmen, wo es einfach viel mehr im Fokus steht. Hier brauche ich eigentlich gar nicht so viele Actionsequenzen. Das Coole an dem Film sind die Dialoge und eben diese sehr schrägen Momente, die ja immer wieder kreiert werden. Und daran habe ich auch den meisten Spaß. So die Action-Szenen, die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen egal. Dennoch muss man natürlich sagen, die haben auf jeden Fall ihre Schwächen. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr begeistert von Deadpool 2 und auf jeden Fall weitaus zufriedener als beim ersten Teil, da so nahezu alles, was der erste Teil aus meiner Sicht nicht so richtig hinbekommen hat, wird jetzt hier auf jeden Fall gut umgesetzt. Und so gibt es sehr viele wunderbare Momente und vor allen Dingen bleibt auf jeden Fall sitzen, wenn der Abspann läuft, jetzt nicht wegen der krassen End-Credit-Scene, die alles wegblasen wird, was das Marvel-Universum hier gesehen hat. Nein, einfach weil hier fantastische Gags warten und das ist die große, große Stärke dieses Films. Er ist einfach wahnsinnig lustig, ich habe sehr, sehr viel gelacht und ich glaube, das wird einigen von euch auch so ergehen und schafft es dazu gleichzeitig auch noch mit Gender-Klischees und Co. immer mal wieder aufzuräumen. Also das ist schon wirklich klug gemacht und ziemlich clever und an den ein oder anderen Stellen eben absichtlich plump. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und kann dementsprechend sagen, wer Deadpool 1 mochte, sollte Deadpool 2 meiner Meinung nach lieben. Wer Deadpool 1 nicht mochte, darf jetzt gerade erst recht einen Blick reinwerfen. Von mir bekommt Deadpool 2 8 von 10 Punkten. Ein großer Spaß und ich freue mich, den Film mir noch einmal anschauen zu dürfen, um vielleicht den ein oder anderen Gag, der im Lachen untergegangen ist, dann überhaupt noch mal irgendwie wahrzunehmen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich verlinke euch noch ein Fakten-Special zu Deadpool 2. Das darf ich ja schon vor der Review veröffentlichen, die eben jetzt nach Ende des Embargos und ansonsten auch noch eine andere Review zu einem anderen Film. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu. Und wir haben zu guter Letzt... Peter! Irgendwelche erwähnenswerten Kräfte? Nein, ich habe keine. Ich habe nur die Anzeige gesehen. Du bist dabei? Come on!